übrigens aus Prager Club, Sechserlein von Bohemien. Berthold. Gesperrt. Sie hören es vielleicht bei diesen Aktionen an der Geräuschkulisse. Es sind sehr, sehr viele deutsche Zuschauer hier im Stadion. 3500 Karten sind in die Bundesrepublik verkauft worden. Und ich nehme an, etwa 1 bis 2000 Fans aus der DDR sind hier mit Sicherheit auch im weiten Rund. Litbarski. Uwe Rahn in der Mitte, Rudi Völler und auch Dietmar Jakob. Völler und Berthold. 1:0. Da reißt es auch Franz Beckenbauer vom Sitz. Eine schöne Vorlage von Pierre Litbarski und ein sehr platzierter Kopfball von Thomas Berthold, dem Frankfurter Verteidiger. Hier sehen wir es noch einmal. Völler kommt nicht dran, aber Berthold, und aus 5 Metern bleibt da natürlich kaum eine Abwehrchance. Uwe Rahn. Andreas Brehme. Noch nicht im Aus. Völler. Uwe Rahn. Das hätte schon sein können, das 2:0. Glänzend reagiert von Borowitschka, der auf der Linie unheimlich stark ist. Großartige Reflexe hat. Vielleicht sehen wir es noch einmal in der Zeitlupe. Janetschka. Hervorragend gemacht von Thomas Berthold. Gut aufgepasst. Und er konnte den gewiss nicht langsamen Janetschka sogar noch überholen und die Situation retten. Karl-Heinz Förster, Litbarski, noch einmal der Vorstopper, Uwe Rahn, schießen und noch einmal. Janetschka, Lob, Herr Getto, Toni Schumacher. Die ist sehr abwechslungsreich, sehr interessant. Es könnte eigentlich auch schon 3:1 für die deutsche Mannschaft heißen. Flug. Jakob. Litbarski. Eine der beiden nominellen Spitzen muss es allein machen. Gegen Prokesch. Der sich wieder in die Mannschaft hineingespielt hat. Achtung, Wiesek, kein Abseits. Die deutschen Spieler reklamieren zwar, aber der Treffer hätte ohne Zweifel gegolten. Sehr schön über die Deckung gehoben auf die Nummer 8, auf Chalupka. Es sieht so aus, als hätten die Tschechoslowaken den Schock des frühen 0:1 ein bisschen überwunden. Magath, Litbarski. Herrlich! Herrlich! Zwei Versuche hat er gehabt und der dritte saß. Auch hier die Zeitlupe. Sicherlich ein Fehler der tschechoslowakischen Abwehr, ihn so allein zum Schuss kommen zu lassen. Fiala löst sich zu spät und der Pass. 2:0 in der 22. Minute durch
Pierre Littbarski. Gestern übrigens beim Training zur gleichen Zeit. Dietmar Jakobs. Lothar Matthäus. Felix Magath. Jede Möglichkeit zum Schuss aus etwa 20 Metern wird genutzt. Matthäus, Völler. Der Bremer. Schöner Seitenwechsel auf Berthold. Leicht vorbei an Flug. Und Matthäus. Jawohl. Schulmäßig kann man da, glaube ich, sagen. Von links nach rechts, von rechts nach links und dann Volley ins Netz. Hier sehen wir es noch einmal. Thomas Berthold, der Frankfurter. Und dann auf Lothar Matthäus. Wir schreiben die 37. Minute. 3:0 für die deutsche Mannschaft durch diesen herrlichen Schuss von Lothar Matthäus. Die deutsche Mannschaft lässt Ball und Gegner laufen. Hervorragend. Uwe Rahn. Andreas Brehme. Lothar Matthäus. Das ist bestimmt schon die 10. Station. Und Foul. Foul von Kukuczka an Uwe Rahn, der heute sein 5. Länderspiel beschreitet. Und die Sie da sehen, die haben die Freistoßvarianten geübt. Die 8 Matthäus, Littbarski, Herget und auch Andreas Brehme, der Mann, der wohl den härtesten Schuss hat. Aber vielleicht versucht es jetzt Herget mit einem Schlenzer. Mal sehen, welche Überraschung Sie drauf haben. Herget. Jawohl! Wie im Training. Wie im Training. Jeder Schuss ein Treffer. Matthias Herget zum 4:0. Das ist ja fast schon nicht zu fassen. Über die 5-Mann-Mauer hinweg, genau in den Winkel. Der arme Boris Bitschka, der kann einem schon fast ein bisschen leid tun. Aber so ist das häufiger. Wenn es läuft, dann läuft es richtig. Und die deutsche Mannschaft dann doch noch einem derjenigen, die jetzt auf der Bank frieren, im Regen. Wiesek. Chalupka. Das ist zu eng. Die Abwehr ist zu vielbeinig. Schumacher. Kukuczka. Nun in der Pause hat Trainer Masopust die Konsequenzen gezogen. Littbarski wird festgehalten. Eigentlich die erste hässliche Situation in dieser Partie. Mittelfeldspieler. Oder auch Pierre Littbarski, der am Donnerstag ja noch ein Punktspiel gegen Werder Bremen zu bestreiten hatte. Janetschka. Kommt nicht an Bremen vorbei. Rudi Völler, 20 Tore in der Bundesliga, vielleicht jetzt, nicht ganz. Der erste Einsatz von Klaus Allof. Janetschka, Zielinski. Gut gemacht jetzt von
Fiala, dem Kapitän der tschechischen Mannschaft, der Tschechoslowaken. Der sieht teilweise ganz gut aus, was sie da aufbauen, aber wenn es dann in Richtung Tor geht, wird es immer schwächer. Mal sehen, ob es Pialet Baski jetzt besser macht. Jawohl, nein! Ja, jetzt haben sie zurückbeordert und jetzt Wisek. Da hat nicht viel gefehlt. Einmal nicht hoch, sondern einmal tief unten an der Mauer vorbeigezielt. Für den Torhüter sicherlich noch schwerer zu erkennen als ein hoher Flugball. Hier sehen wir es noch einmal. Das waren Zentimeter. Jakobs ist da ausgerutscht. Janetka. Förster. Das kann passieren. Auf dem jetzt glatten Boden ausgerutscht. Wisek. Und der Schiedsrichter leitet einen neuen deutschen Angriff ein. Völler. Schießen. Und noch einmal. Jawohl. Was Völler nicht gelingt, das vollendet Klaus Allof. 5:0, 7 Minuten vor dem Ende. Wir schreiben die 83. Minute, 5:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in der CSSR in Prag. Und jetzt wird zum zweiten Mal ausgewechselt. Olaf Thon kommt und Lothar Matthäus geht hinaus. Lothar Matthäus sicherlich. Grieger. Lässt Förster aussteigen. Ja. Und Herget. Jetzt hat das doch ein bisschen übertrieben. Er wollte nicht nur einen schönen Pass schlagen, sondern dem Gegner auch noch den Ball durch die Beine schieben. Grieger. Ja, der Ehrentreffer, die Nummer 9 war es, glaube ich, Stanislav Grieger, wir sehen es noch einmal, er springt in diesen Schuss von Kukuczka hinein und beinahe wäre Toni Schumacher sogar noch herangekommen, immerhin 1:5, ich glaube, diesen Ehrentreffer haben sich die Tschechoslowaken auch verdient. Sie haben gekämpft, sie haben sicherlich das